Spur? Hey, was? Stirb, du Sack! Blitze ich auf! Was? Zerquetsch mal einer diese Lotusblüte! Wie konnte sie so weit kommen? Halt, meine Frau! Tötet sie, damit wir uns um echte Probleme kümmern können! Diese römischen Malakas! Du erinnerst mich an die alexandrinischen Huren, die ich vom Orden der Ältesten geschenkt bekomme. Vielleicht behalte ich dich ja. Jetzt hast du sogar mein vulgäres Herz beleidigt. Der Leuchtturm gehört Ptolemäus. Hinfort! Der Pharos wird nur für Kleopatra brennen. Ah!
In Zeus Namen hast du meinen Hauptmann getötet! Ptolemäus' Männer brechen durch! Nein! Wir warten, bis ich das Signal sehe. Ich glaube nicht, dass du einer Frau eine so wichtige Aufgabe anvertraust. Wie soll die Flotte ihre Befehle empfangen? Habt Geduld, Caesar. Alle, ihr Jagter ist! Komm! Wir ziehen auf das Schlachtfeld! Magi, decke den Rückzug! Viele haben an Aya gezweifelt! Und alle sind durch ihre Klinge gefallen! Ha! Hey! Hey! Geht aus dem Weg! Halt dich fest! Fahrt nach links! Bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot! Konzentriert euch aufs Lenken! Ich halte sie auf Abstand! Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute! Hinter uns, Mann! Da sind viele von denen hinter uns! Wir sind umzingelt! Ich arbeite daran! Dann arbeite schneller! Hinter uns! Der Wagen holt auf! Ich höre, dass noch mehr aufholen! Ich schieße so schnell ich kann, Römer! Ach, das ist nicht gut! Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus. Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! Hey! Wir müssen kämpfen! Haltet euch bereit, Caesar! Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten! So schlimm kann es nicht sein! Es ist Osiris persönlich! Die Pfeile machen ihn nur noch wütender! Den Wagen ruhig halten! Ich konzentriere mich darauf, nicht zertrampelt zu werden, Ägypter! Ich habe eine Idee! Hauptsache, wir werden das verdammte Biest los! Der Leuchtturm nähert sich schnell! Wir müssen uns wirklich beeilen! Wirf fester! Da! Die Flotte! Ich habe nichts mehr, das ich werfen kann! Man wird Lieder über uns singen. Und jetzt auf zu den Schiffen. Wir werden Helden des Schwerts und Verstands. Thank you.
Drei Stadien. Laut unseren Spekulatoren führt Potinus diesen Angriff. Beschäftigt ihr die Soldaten? Ich kümmere mich um Potinus. Ad Victoriam! Vernichtet sie alle! Weiter, Männer! Wir werden siegreich sein! Keiner von euch wird meiner Klinge widerstehen! Flieht, solange ihr noch könnt! Begrüße Jugurtha! Sie möchte gerne deine Bekanntschaft machen! Potinus, bald gehst du in die Duat ein! Sei bereit! Komm, Jugurtha! Angriff! Haben mich mit eurer Vernichtung beauftragt. Du bist nur eine Mücke in unserem großen Plan. Oh, wie sehr ich wünschte, du könntest dich von hier oben sehen, Bayek. Du kannst dich immer noch retten. Beende diesen Kampf. Deine Rolle in diesem aberwitzigen Orden ist beendet, Potinus. Triff deinen Richter. Sie sind zu weit gegangen in Siva. Ich wusste es. Aber ich wollte unbedingt Frieden für Ägypten. Dein Frieden lässt viele darben. Das ist unvermeidlich. In jeder guten Regentschaft. Bitte verzeih mir, Bayek von Siva. Der Fährmann kann bezahlt werden. Nun kann ich meinem Ruhm folgen. Es gibt keinen Ruhm mehr in Ägypten. Der miese Eunuch ist nicht mehr. Gut. Die Späher haben Septimius gefunden. Er ist in dem Dorf vor uns. Ich lenke seine Männer ab, während du ihn jagst. Wir müssen wissen, was er plant. Sollten eure Spione es nicht schon wissen? Auch die haben Grenzen. Doch sie sagen, Aya ist dem Pharao auf den Fersen. Also sind sie nicht ganz nutzlos. Dann ist Ptolemäus bereits gefangen. Ich erledige den Rest. Huh!
Kommt der Naja endlich? Bald wirst du deine Götter treffen. Bajek von Siva. Endlich der Kampf. Bist du bereit für dein Ende? Sei du bereit für deinen Richter. Du findest dich bald in der Duat wieder. War das dein ganzer Zorn, Medjay? Kein Wunder, dass es so leicht war, euer Land zu erobern. Rede nur, du Hund! Du wirst meinen Zorn kennenlernen! Erwarte deinen Richtspruch, Septimius! Ergib dich! Hast du mich vermisst? Halt, Bajek! Septimius ist Römer. Wir behandeln ihn nach römischem Recht. Er tötete meinen Sohn! Der Pharao ist tot! Alles, wofür wir so lange gearbeitet haben, gehört nun uns! Wir haben unsere Feinde bezwungen! Nur wir können Ägypten in eine neue Ära des Wohlstands führen! Aus dem Weg! Hey, was bist du denn für einer? Stehst du nun auf Septimius Seite und wir werden aus dem Palast verbannt? Ich verurteile nicht das Gift in euren Augen, aber hört einen Moment zu. Sprich, schnell, sonst bist du am falschen Ende meiner Klinge. Eure Dienste werden nicht länger benötigt. Kleopatra hat euch mit Gold entlohnt. Es tut mir leid, Aya. Leid? Sie verdankt uns alles! Wir gaben ihr die Krone und sie steht neben ihm? Wo bleibt unsere Gerechtigkeit? Septimius sollte in Rom gerichtet werden. Schützt Caesar etwa den Orden? Ein Kompromiss, um Kleopatra zur Königin zu machen. Der Mörder unseres Sohnes ist dein Verbündeter? Wir werden alles tun, um ihn zu töten. Ist das klar? Caesar gibt euch die Schuld an Ptolemäus Tod. Ein Pharao, ein Gott, Bajek, das kann ich nicht ändern. Ich scheiß drauf, was Caesar denkt. Aber Kleopatra und ich hatten eine Abmachung. Gib mir Zeit, Aya. Ich werde die Wogen glätten. Bis dahin bitte ich euch, seid vorsichtig. Nicht alles ist, wie es scheint. Oh! Verräter.
Mit all meinen Worten habe ich nichts mehr zu sagen. Kleopatra ist von Rom vergiftet und wir von ihrem Verrat. Wir werden mit Ägypten brennen. Der Orden ist nun stärker. Sie haben Rom. Moment. Ich lag falsch. Ich trage die Verantwortung. Als mein Junge starb, schlug ich zurück voller Wut und Zorn. Doch das machte sie nur stärker. Wir sind alle verschieden. Doch wir kämpften gemeinsam, damit Kleopatra auf den Thron kam. Das war ein Fehler, meine Freunde. Doch er hat uns näher zusammengebracht. Nun verstecken sich unsere Feinde hinter Kronen. Arbeiten im Schatten von Königen und Königinnen. Doch wer arbeitet im Schatten für das Volk? Das sind wir. Etwas entstand aus alledem. Und es beginnt jetzt. Wir müssen weiterkämpfen und den freien Willen des Volkes verteidigen. Und wie klein sie auch sein mag. Unsere Bruderschaft ist die einzige Hoffnung. Und unser Königreich braucht keine Krone. Woran wir glauben, unsere Werte, unser Credo, wird uns vereinen. Ich verspreche allen Söhnen Ägyptens, der Vater zu sein, der ich an jenem Tag nicht war, in Siva. Auf die Bruderschaft! Die Bruderschaft! Du hattest recht. Ich vertraute auf die falsche Göttin. Eine Frage bleibt aber noch offen. Septimius. Er nahm Alexanders Stab. Wieso? Oh ja. Er und Flavius hatten großes Interesse an Alexanders Grab. Dort fangen wir an. Ein Tränensee hoch über den Ebenen. Ich soll den Strahlenkranz der Jägerin finden.